So, hallo bei Dr. Du. So, heute wollte ich euch über die Sony NEX 5N und ein wenig über die Menüführung und den Features ein wenig zeigen. Viele reden ja davon, dass die Menüführung bei Sony nicht so tolle ist, aber ich muss sagen, sie ist etwas anders, weil man hat ja keine großartigen Schieberegler hier. Entsprechend nur diesen Scrollrad. Also man muss sich ein wenig umstellen von der normalen Kamera, aber wer von der Kompaktkamera kommt, der hat es nicht ganz so schwer. Ich schalte die Kamera einfach mal ein. So, jetzt sehen wir hier nichts im Objektiv. Jetzt legen wir hier mal was hin. So, ist natürlich jetzt kein Makro hier, aber es geht ja auch um die Menüanzeige. So, das heißt, wir können hier Display kurz mal zeigen. Histogramm, sämtliche Einstellungen, die es hier, Blende, Verschlusszeit etc. sehen wir hier. Ich versuche das mal möglichst gerade. Hier sehen wir noch mehr über die eingestellten Features, was wir für Modi ausgewählt haben, welche Effekte aktiv sind etc. Dann gibt es hier was für unsere Brillenträger, etwas größere Schrift. 47% Akku, auch Prozentanzeige finde ich eine tolle Sache, nicht nur diese ollen Balken. Dann, und das ist eigentlich halt mein Favorit fürs normale Fotografieren, das heißt, wir sehen hier entsprechend unten eine kleine Überblende, Zeit, ISO und Helligkeit. So, jetzt können wir Folgendes wählen. Hier oben gibt es Menü, man sieht das hier. Man kann auch immer aufs Touch-Display klicken. Das funktioniert sehr gut. Ich bin aber irgendwie noch nicht so der Freund davon. Ich bin immer noch mit dem Rad hier mehr in die Gänge. Und dann gucken wir mal hier Menü. So, das ist das gesamte Menü der Kamera. Mehr gibt es gar nicht. Das heißt, das ist die Oberfläche. Wir haben hier Aufnahmemodi, Kamera, Bildgröße, generelle Einstellungen wie Datum etc. Und da gibt es einen Hilfetext immer dazu. Das kann man aktivieren, deaktivieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel Wiedergabe klicken, zack, kommt dieser Hilfetext hoch. Oder Helligkeit und Farbe. Eine schöne Sache von Sony, man muss nicht sofort das gesamte Menü oder Manual also die Bedienungsanleitung durchlesen. Man kann eigentlich relativ schnell hier loslegen. So, und hier können wir raufklicken und dann kann man hier durch die Modi scrollen. Automatisch. Programmmodus, Zeitautomatik, Blendenautomatik, manuell, 3D-Panoramabilder, Panoramabild, dann haben wir hier Anti-Bewegungsunschärfe, erhöht die Schärfe von Bildern in schlecht beleuchteten Räumen oder bei Teleaufnahmen. Und verschiedene Szenenwahl, das heißt also, hier haben wir verschiedene Modi für Lowlight-Fotografie und so weiter. Und man kann das aber Ganze hier mit auch. Ach, okay. Man kann auch auf dem Bildschirm hier entsprechend runterscrollen. Ich mache das mal, damit wir besser hier durchkommen, weil ich das nicht direkt hier sehen kann, wo ich drauf laufe mit dem Finger. Machen wir es mal hier. Also, wir haben Nachtaufnahmen. Dann haben wir hier Handgehalten bei Dämmerung. Geeignet für Aufnahmen ohne Stativ. Porträt. Dann haben wir Landschaft, Makro, Sport. Sonnenuntergang, auch tolle Sache. Motiv Nachtszenen im Hintergrund, Blitz an mit Blitz. Dann haben wir hier ohne Blitz, aber mit Stativ. Und dann sind wir wieder hier vorne. So, jetzt kann man hier oben immer zurückgehen. Wie gesagt, das Ganze kann man halt auch hier immer entsprechend auf dem Touch-Display machen. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen zeigen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ich hier da hinkommen, wenn wir jetzt uns diesen Modi auswählen, klick. So, dann kann man hier, Makro ist jetzt hier irgendwie aktiv. Da überlegt er, was er ausnimmt. Ja, okay, ich bin natürlich mit dem Objektiv extrem nah dran, aber man kann entsprechend hier raufklicken und da seht ihr schon, was hier möglich ist. Das heißt, ich kann hier überlegen, entweder scharf fokussieren mit die Person und der Hintergrund unscharf oder beides scharf. Das heißt, ich kann hier einfach das entsprechend hier rauf und runter bewegen. Das Ganze kann ich aber auch mit dem Scrollrad machen, nicht? Also man ist dann hier flexibel. Dann kann ich hier direkt beim Automodus, und das finde ich also wirklich gut, ich kann hier raufklicken, Bildeffekte. Dann habe ich hier die gesamten Bildeffekte in der Leiste. Kann also zügig und schnell hier auswählen. Oha, ich habe hier ein Motiv, was will ich? Retro, Softkey. Teilfarbe rot, Teilfarbe grün, Teilfarbe blau, Teilfarbe gelb, schwarz-weiß, aus Spielzeugkamera, Pop-Art, Pop-Farben, Tontrennung-Farben
Und man sieht, ich habe den Live-View an, man sieht sofort auch, was hier entsprechend umgesetzt wird. Dann kann ich hier auf Lebendigkeit, lebhafte Farben, ruhigere Farben. Kann man sofort sehen. Ich müsste mal ein bisschen was Farbiges reinlegen. Ja, das sieht man natürlich jetzt nicht. Das ist alles zu weiß hier auf meinem Schreibtisch. Dann haben wir hier Farbeinstellung. Eher warm oder kühl. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kühl hat mehr Blaueffekt. Warm ist mehr Rot. Ja, okay. Ist natürlich zu dicht jetzt hier alles dran. Aber anders kann ich das leider euch nicht zeigen. Weil sonst sieht man das Display auch nicht so richtig. Helligkeit kann ich genauso verstellen. Landschaft, diffusieren, scharf oder unscharf. Das heißt, da wird der Blendenwert entsprechend verändert. Also eine klasse Sache. Gehen wir mal zurück zum Menü. So, dann gucken wir mal hier. Kamera. Was haben wir denn da alles? Fangen wir mal oben an. Einzelaufnahme. Jetzt kommt hier immer, weil ich das eingestellt habe, um euch das mal zu zeigen, immer diese Hilfe hoch. Das heißt, man klickt hier durch und man kriegt dann immer, ja, okay, was ist dieser Punkt? Und dann geht das entsprechend weiter. Und man muss nicht unbedingt im Menü lesen. Ich schalte das Ganze mal eben ab. Das kann man unter Einstellung machen. Hilfeanzeige ist das hier. Aus. So. Und dann kommt das nämlich nicht mehr hoch. Das stört natürlich beim normalen Betrieb der Kamera, stört das mit der Hilfe. Aber am Anfang ist das ganz gut. So, Bildfolgemodus, dann haben wir hier manuell Autofokus und so weiter. Objektverfolgung, Gesichtserkennung, Gesichtsregister, Auslösung bei Lächeln, Softskin-Effekt, Aufnahmetipps gibt es da auch noch, LCD-Anzeige, was man da alles sehen möchte und so weiter. So, Bildgröße, da kann man, ja, da haben wir einerseits, ich bin jetzt hier gerade ganz unten, ich scroll mal eben hoch, so, Größe, da kann man Folgendes einstellen, L, M und S, das seht ihr hier und das entsprechend mit den entsprechenden Megapixels hier verknüpft, dann Seitenverhältnis 16 zu 9, 3 zu 2, Qualität hier Standard, Fein, RAW und JPEG oder nur RAW. So, hier gibt es noch Panorama-Einstellungen, Dateiformat, das ist für Video. Folgende Videodateiformate könnt ihr einstellen, MP4 oder AVCHD. Ja, okay, und wenn ich jetzt hier auf AVCHD bin, dann kann ich folgende Modi auswählen. 50i mit der entsprechenden Bitrate, 24M, 17M, 50p in 28M und 24M und in 17M. Das heißt, ich habe hier allein bei den P-Modi zig Auswahl, entsprechend hier was zu verändern. Und wenn ich jetzt hier auf MP4 gehe, dann kann ich hier gucken, da kann ich VGA oder diese 1000, diesen komischen Sony 1440x1080, also den braucht eigentlich keiner. Das ist eigentlich, hätten sie lieber 720p nehmen sollen, aber haben sie jetzt ja nicht gemacht. Okay, so, das ist hier die Geschichte. Bei Einstellungen, da kann man jede Menge einstellen. Also das ist unglaublich, was es hier für generelle Kameraeinstellungen gibt. Angefangen, HF, AF Hilfslicht. Ich scroll mal hier durch, da könnt ihr einfach mal ein bisschen mitlesen. Ich muss ja nicht alles erzählen. Farbraum, hier Steady Shot ist das entsprechend die Verwacklungsalgorithmus, dass der aktiviert wird, dass man halt nicht verwackelte Bilder bekommt. Dann haben wir hier Objektivkompensierung, Farbabweichung, Verzerrung, Schatten, Filmtonaufnahme ein, Windschutzaufnahme für Mikro, externes Mikro. Berührungsmodus fürs Display, Piepton habe ich jetzt aus, das heißt, wenn er fokussiert, gibt es auch noch einen Piepton. Stromsparen, LCD-Helligkeit, Anzeigenfarbe. Ich scroll einfach mal hier so durch, dass ihr mal so seht, was hier im gesamten Datei, Formatieren, Ordnername, neuer Ordner etc. So, hopp, das war's. Bei der Wiedergabe, da kann man löschen, Diashow, Unload, Bildindex, rein, schützen, vergrößern. Lautstärke beim Wiedergeben von Videos. So, und jetzt kommt hier noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich, da gibt es halt, den wir jetzt gerade in dem, ist halt ausgegraut, weil es in diesem Modus, wo ich jetzt bin, kann man das nicht verändern. Belichtungskorrektur, ISO-Weißabgleich, Messmethode, dann HDR-Effekt, Bildeffekt, Kreativmodus. So, und ich gehe mal in einen anderen Modus, dann kann man das nämlich besser sehen hier. So, zack,
So, und da kann man nämlich ein bisschen besser das ausschalten. So, Belichtungskorrektur, ISO. Oh, ISO. Und hier sieht hier schon, halt, zu schnell. ISO kann man einstellen von, halt, von 100 bis 25.600. Also ich werde noch Lowlight-Fotos machen und Video drehen. Da bin ich wirklich gespannt, was die Kamera hergibt. Das ist also unglaublich. So, dann haben wir hier Weißabgleich, Messmethode für den Fokus, für die Helligkeit, ADR, Bildeffekte. Die hatten wir vorhin schon mal gesehen. Da können wir hier nochmal so komplett durchscrollen. Und Kreativmodi gibt es hier auch noch. Standard, Black and White. Und man sieht mit dem Live-View immer sofort, was passiert. Landschaft, Porträt. Ja, also ich bin mit der Menüführung sehr zufrieden. Wenn wir jetzt noch auf Kamera gehen, dann haben wir hier Bildfolgemodus, Feld, Objektverfolgung. Wie gesagt, ihr könnt auch mit dem Finger hier durchscrollen. Das ist alles über Softskin-Effekt aufgenommen. Ihr könnt hier einfach so, ist überhaupt kein Thema, wenn ihr hier irgendwas anklicken wollt. Ah, ich klicke das eben an. Dann könnt ihr hier manuellen Fokus auswählen. So, und das ist auch eine tolle Sache. Das werde ich euch mal zeigen. Man kann entsprechend, wie ihr seht, wird das Bild vergrößert. Jetzt bin ich aber zu dicht dran, das schafft er nicht. Jetzt wird es unscharf. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Ne, ist so dicht. Ich rutsche das Ganze mal ein bisschen weiter hier. So, jetzt ist das, was ich euch zeigen wollte. Guckt mal. Jetzt kann man hier scharf stellen. So. Fokussieren. Und seht ihr da den roten Rand? Das ist eine Hilfsfunktion für den Fokus. Das heißt, man kann das einstellen. Rot, blau oder gelb. Da werden die Kanten scharf gestellt. Und die Dicke kann man von dieser Farbe auch noch einstellen. Und da kann man wirklich toll sehen, ob man wirklich das Motiv getroffen hat. Und das ist wirklich, oh, jetzt wird es unscharf. Schärfer. So, jetzt ist scharf. Zack. Und so seht ihr, dass die Farbe heller ist. Und jetzt können wir ein Foto machen. Achtung. Das Geräusch ist auch gigantisch. Achtung, nochmal. Richtig professionell. Also, am Ende dieses Videos hänge ich nochmal ein paar Bilder ran. Von ein paar Makroaufnahmen, die ich gemacht habe. Damit ihr mal seht, wie detailreich auch dieser APS-C-Chip doch wirklich auflöst. Also eine feine Sache. Tja, was kann man noch sagen? Mal eben hier durchscrollen. Panorama-Schwenkmodi. Das ist ganz interessant. Da kann man einfach den Auslöser drücken, sich das Anfangsbild aussuchen und dann dreht man entsprechend die Kamera so rum und immer auf den Auslöser halten. Und dann rattert er hier durch und macht automatisch ein Panoramafoto davon. Also das ist auch eine ganz klasse Sache. Manuell kann man natürlich, wie gesagt, manueller Fokus, man kann alles einstellen, komplett, was man möchte. Also da hat er alle Freiheiten wie bei einer Spiegelreflexkamera. Man muss sich halt mit dem Menü noch so ein bisschen gewöhnen. Ihr seht, ich habe da auch noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht ganz genau, klicke ich hier oder klicke ich da, aber ich denke mal, das ist überhaupt kein Thema, da kommt man schnell hinter. Ich habe jetzt zum Beispiel immer noch diesen Panorama-Modus drin, den wollte ich ja gar nicht. So. Und das ist also wirklich eine tolle Sache. Landschaftsaufnahmen. Zum Beispiel jetzt Landschaftsaufnahmen wählen. Passt natürlich jetzt schlecht. Nehmen wir mal Makro, dann geht es besser. Und wenn man jetzt sieht, ich drücke jetzt drauf, dann kriegt man unten links das grüne Zeichen, dass der Autofokus fokussiert hat. Geht sehr schnell bei der Kamera. Hier kann man auch immer dann rüberklicken. Einzelaufnahme, Fernbedienung, Selbstauslöser hat man hier immer noch, Serienaufnahme, Einzelaufnahme und so weiter. Kann man auch direkt hier einstellen. Dieser Modi ist hier nicht verfügbar. Okay. Kann ich das OK drücken? Display kann man hier wieder schauen. Die verschiedenen Anzeigen. Tja. Also, ich teste es weiter aus, dass ihr so einen kurzen Überblick habt über die Menüführung hier. Wie gesagt, nochmal von der Ergonomie. Also man kann wirklich sehr schön, wenn man die Kamera hält, also so hält man sie mit der linken Hand eigentlich ganz toll. Die liegt also wirklich sehr gut in der Hand. Man ist wirklich griffig durch diesen
entsprechenden Absatz hier. Man kommt mit der Hand sehr gut auf den Auslöser. Videomode kann man wirklich mit dem Daumen dann auch aktivieren. Braucht man gar nicht den Zeigefinger hier irgendwie zurückwursteln. Also man kann da lieber wirklich, so hält man die Kamera und dann geht man hier eben rauf und kann Video aktivieren, deaktivieren. Und ja, ich denke, das hat Sony sehr gut umgesetzt. Okay, das war's erstmal fürs Erste. Viel Spaß weiterhin bei euren Videoaufnahmen oder bei meinen kleinen Reviews hier. Okay, bis dann. Tschüss.